So, dann schauen wir noch mal hier. So, kann ich das mal anschauen? Laser Eingang in. Okay. Ja. Laser 1. Laser 2. Lampe 1, Lampe 2. Beide Lampen einschalten. Ein Hinweis, eine Lampe ausschalten, um die Code-Anzeige zurückzusetzen. Nachdem der richtige Code gewählt wurde. Hä, aber sind hier überhaupt diese Lampen? Das sah gerade aus wie der Stromkasten. Halt, hier ist doch eine Lampe. Können wir die jetzt irgendwie einschalten oder irgendwas? Oder wie? Einmal draufschlagen, wird schon funktionieren. Lampe 1. Lampe 2 ist da hinten. So, das habe ich zumindest hinbekommen. Beide Lampen sind an. So. Und können wir das Bild jetzt irgendwie hier... Ja. Das war ein guter Tag. Ich wünsche mir so vieles, Artus. Sag, haben wir wirklich das Richtige getan? Man weiß es nicht. Kriegen wir das Bild jetzt hier irgendwie weg oder so? Es scheint ja eher, dass dahinter, hier hinter so eine Tafel ist. Oder liegt, ist es dann eher auf der anderen Seite? Wahrscheinlich hier nicht. Vielleicht ist es auf der anderen Seite. Dum, 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 dum. Ah ja. Und jetzt? So, der Code, genau. Hinweis, eine Lampe ausschalten, um die Code-Anzeige zurückzusetzen. Nachdem der richtige Code gewählt wurde. Laser 1, Laser 2. Lampe 2 ist... Okay. Also Lampe 2 gehört zum Laser 2, ist klar. Und Lampe 1 gehört zum Laser 1. Beide Lampen einschalten. Ja. Eingang in. Der Code wird angezeigt. Ein Hinweis, eine Lampe ausschalten, um die Codeanzeige zurückzusetzen. Nachdem der richtige Code gewählt wurde. Ja, aber. Aha. Aha. Wait, what? Ja und. Okay, warte mal, lass mich mal ganz kurz. Ich wollte gerade sagen, wer schaltet, aber irgendwie ist das doch hier echt, dann müssen wir das mal. Ich glaube, es ist, also es hat das Gefühl, ne, der macht, upsala. Wenn ich hier hinklicke, macht der halt nur diese vier außenrum an. Aber wenn ich jetzt hier hinklicke, dann macht der ja dann die wieder aus. Und aber irgendwie, ich weiß nicht, ob man hier mit Logik extrem gut vorankommt oder ob es einfach besser ist, random zu klicken. Ich meine, wir kommen dem Ganzen doch hier schon ganz gut nahe. So, eigentlich macht er ja eigentlich immer die um sich herum. Genau, um den herum macht er an, beziehungsweise aus. Das heißt, theoretisch, ich brauche den.
Ich weiß nicht, ob ich nochmal anfangen muss. Den will ich auch anklicken. Das heißt so. Ja, das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. Theoretisch muss ich nochmal anfangen. Kannst du es einfach nochmal hoch machen und. Aber ich kriege ihn. Wie war das denn nur zurückgesetzt? Nein, es ist so zurückgesetzt. Okay, ich will den. Dann, jetzt machen wir das an. So. Kann man das mal bitte hart stellen, feststellen hier. So, dann so, dann ist der wieder aus. Das so, so schön, schön so. Dann ist der halt aus, aber das ist mir wurscht. So, aha, das war blöd. Das ist doch alles blöd. So, Ach so. Ah, das war falsch, das wollte ich gar nicht. Aber ich komme dem Ganzen doch schon recht nahe, oder nicht? Falsch. Aber vielleicht auch eher nicht. Boah, nee, halt. So, ich finde, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Den möchte ich auch bitte weghaben da. Kriege ich den denn weg darüber? Ja, also ich meine, ich komme dem Ganzen näher, habe ich das zwar das Gefühl, aber irgendwie dennoch ist es noch lange nicht perfekt. Da oben immer noch so ein bisschen weiter. Vielleicht muss ich das erstmal umdenken, ne? Wie jetzt hier. Also, dass ich jetzt hier nicht, wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Ne? Dass ich jetzt hier nicht so hin und her klicke, sondern es erstmal anmache. Aus. Dann über hier. Nee, falsch eigentlich. Jetzt geht der ja immer mit aus. Mach den nochmal aus hier. So und. Und den jetzt auch nochmal aus und. Ah, fucken.
Oh Gott, am besten erstmal, ja, ich weiß aber auch nicht. Erstmal, wisst ihr, was ich meine? Erstmal alles ausmachen. Ich weiß es echt nicht. Ich meine, ja, gut, uns fehlt noch ein Punkt, aber das heißt ja noch, ich muss ja auch die anderen Punkte wegmachen, mit Sicherheit. Es wird schon wieder schlimmer, habe ich das Gefühl. Das zum Beispiel ist ja ganz schön. Jetzt muss der nur hier weg. Theoretisch so, so. Na, dann ist der immer noch da. Warte mal, es muss anders sein. Den müssen wir jetzt erst wegmachen. So. Halt falsch. So. Aber der, wenn man der ist noch da, das ist doof. Boah, nie. Ich finde nicht, dass das gerade irgendwie Spaß bereitet oder so. Einfach gar nicht, einfach. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Bock drauf habe, Leute. Das nervt mich doch ultra. Ich versuche, probiert sie gerade noch ein bisschen, aber es ist mir schon klar, dass es schlimmer wird. So, dann hätte man nämlich diese vier. Das wollte ich gerade mal ausprobieren, aber jetzt ist halt immer noch der an. Ist ja auch blöd. Kriegt man da oben wirklich die eigentlich alle dann aus? Ich meine, das schlägt doch immer nur hin und her. So, dann haben wir die alle aus. Wird es gerade besser oder schlechter? Da geht dann der an. So. Ich glaube, es wird gerade besser, Leute. Dann geht der an. Oder? Genau, dann gehe ich nämlich aus. So, ich wollte eigentlich die mal anmachen, aber dann habe ich halt das Problem hier oben.
Ich meine, das kann ich ja auch nur hin und her setzen, weißt du, das ist doch alles. Das ist doch voll beschissen. Ich will ja nichts sagen, aber das ist doch voll beschissen. Also ich finde das super beschissen. Und ich glaube, ich habe da jetzt gerade echt keinen Bock drauf hier. Ich fange vielleicht nochmal einfach neu an. Aber ich brauche jetzt erstmal irgendwie was zu trinken. Ich glaube, ich habe keine Cola mehr. Das bräuchte ich jetzt. Einen Moment, Leute, bis gleich. So. Herzlich willkommen zurück. Ich habe mir jetzt gerade einen Tee gemacht. Ich muss nur gleich dran denken, ihn auch rauszunehmen. Und achso, stelle erstmal wieder die Sicht hier so die fest ein. Ich habe gerade mal abgespeichert, obwohl wir ja einen super Fortschritt hatten. Können wir uns das jetzt nochmal logisch bitte anschauen? Und zwar, wenn ich jetzt hier klicke, ja, dann sieht das ja gut aus, wenn ich. Warte mal, ist das jetzt sinnvoll, wenn ich jetzt hier klicke? Wenn ich jetzt hier klicke, ist ja auch schön. Wenn ich jetzt hier klicke, ist auch schön. Wenn ich hier klicke, ist auch schön. Wenn ich hier klicke, ist scheiße. Wenn ich hier klicke, ist auch scheiße. Wenn ich hier klicke, ist eigentlich auch ganz nice. Aber hier ist es ja genauso. Warte mal. Wenn ich hier klicke, dann haben wir die alle da oben. Wenn ich hier klicke, ist scheiße. Wenn ich hier klicke, ist scheiße. Sag mir nicht, der geht jetzt auf die. Ernsthaft? Also doch mit Logik an das verfickte Rätsel. Aber rumprobieren geht ja auch, ja genau, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, so, und wo ist sie jetzt hier hingeflüchtet? Geduld, mein Schatz. Die Verbindungskammer ist fast fertig. Es fehlt nur noch ein Sicherheitssiegel. Wir werden unsere Söhne bald wiedersehen. Versprochen. Was, James? Es fehlt nur noch ein Sicherheitssiegel. Das ist das Sicherheitssiegel, hä? Was ist das hier? Ach, damit öffne ich das Ganze natürlich. Macht Sinn. Aha, das ist das aus dem Intro. Sehr cool gemacht. Ja gut, aber ich will jetzt nicht in andere Welten reisen. Ich würde ja erstmal gerne noch das machen können, was wir hier so machen können. Aber ganz schön laufen halt in dem Ding. Ich will nicht zu den beiden Scheißbrüdern. Nein! Das wollte ich noch gar nicht. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mir das noch im Buch nochmal den Überblick erstmal verschaffen. Nein, ich will zurück! Scheiße. Okay, also wenn das nicht die Welt von Cyrus ist, dann weiß ich auch nicht. Passt zu ihm.
Nein. Ich will zurück. Ich will zurück. Kann ich zurück, bitte? Ja. Tschüss. Welt von wahrscheinlich Syros. Ich gehe zurück jetzt. Bitte. Lass mich zurück. Was? Oh Gott. Lass mich zurück einfach. Oh. Okay, dann ist die in eine der Welten geflüchtet, die kleine Yisha. Na super, die Dupa. Wo ist eigentlich Arthrus? Weiß man auch immer noch nicht, ne? Kann jetzt auch mal langsam auftauchen. Okay, okay, ich klicke nichts an, ich klicke nichts an. Die Welt sieht ein bisschen schöner aus, freundlicher. Wow, hardcore. Ja gut, jetzt sind wir hier, das ist natürlich klasse, die ganz klasse. Aber hier will ich ja gar nicht sein. Dann müssen wir mal ganz schön... Ach nee, wir stehen auf einer Plattform. Ich checke es. Ich dachte gerade, wir müssen dann ganz schön laufen hier. Wenn sich das hier so dreht. Aber es ist cool gemacht. Keine Frage. Muss ich das beim Kamin jetzt immer wieder neu eingeben? Na, super, die Duper. Ich hoffe, ich checke das beim nächsten Mal noch. Jetzt mir vielleicht aufschreiben sollen, was ich wie anpacke. Und das ja nicht. Ah ja, den brauche ich sogar. Seht ihr mal. Oh, allein um jetzt hochzufahren, muss ich jetzt wohl. Obwohl, reicht der Knöpfchen? Es reicht der Knöpfchen. Und das bleibt bitte hoffentlich einfach so drin stehen. Ja, bleibt es. Nein, ich will nicht wieder runter. Ich höre jetzt auf, Leute. Keine Angst, ich höre jetzt auf. Das ist ja nicht mehr normal jetzt hier. Das ist ja nicht mehr normal. Okay, wir gehen jetzt hier ganz schnell raus, sonst fahren wir nämlich nochmal runter. Okay, folgendes. Wir haben das hier gelöst. Ich bin sehr stolz. Zweite Sache ist... ach so, jetzt sieht bestimmt die Kamera cooler aus. Also die Überwachungskamera mit den beiden Lämpchen hier. Ja, zweites Ding ist halt wirklich da, wo ich jetzt auch nicht weiterkam, weil mir wurde ja gesagt, dass ich... Ja genau, den Kamin brauche ich eigentlich noch nicht, wurde mir gesagt. Ja, habe ich jetzt gecheckt auch. Warum? Liegt da was auf dem Boden? Habe ich noch gar nicht gesehen. Das Ende wird noch nicht geschrieben. Tomana.